Hallo Leseratte, hallo liebe Kinder. Heute ist es der 22. Dezember, 2:2. Dann kommt 23, 24. Dann ist Heiligabend. Komm Leseratte, wir wollen mal schnell schauen, was wir oder welche Geschichte wir heute vorlesen. Und da ist unser Adventskalender. Wir suchen 22, 2, 2. Guck mal, Leseratte, wo ist denn der 22.? Wo ist 2, 2? Habt ihr das schon gesehen? Ich hab's noch nicht. Das 23. Da ist jetzt der 22. Okay. Und welche Geschichte lesen wir heute? Heute lesen wir die Geschichte Wunderschöner Weihnachten. Das hört sich auch schön an. Ich sehe euch gleich. Wunderschöner Weihnachten. Feiern die Tiere auch Weihnachten? Das scheint mir so. Guck mal, da ist eine Eule, da ist ein Hirsch, hier ist ein kleiner Bär, ist das der Fuchs, Mäuse. Wollen wir mal hören? Ein kleiner Bär sollte mit seiner Mutter Winterschlaf halten. Dabei fand er Schlafen so langweilig, wie sonst nichts auf der Welt. Und er wollte endlich wissen, wie der Winter ist. Also die Mama sagt, komm, wir gehen schlafen. Wir machen jetzt einen Winterschlaf. Und der kleine Bär möchte eigentlich sehen, wie es im Winter ist. Als seine Mutter ihn rief, legte er sich neben sie und tat so, als ob er schlafen würde. Doch er wartete nur, bis sie gleichmäßig schnarchte. Dann schlich er auf leisen Pfoten aus der Höhle. Draußen begegnete er einem Eichhörnchen und fragte: Weißt du, wie der Winter ist? Sehr kalt, antwortete das Eichhörnchen. Die Kälte macht mir nichts aus, sagte der kleine Bär. Ich habe einen dicken Pelz. Also das ist ein Eichhörnchen und nicht ein Fuchs, wie ich dachte. Das ist ein Eichhörnchen. Und das Eichhörnchen sagt, der Winter ist kalt. Da liegt ja schon sehr viel Schnee, nicht? Und das sind hier die Fußspuren von den Bären. Und das sind die Fußspuren vom Eichhörnchen. Und im Winter wächst nichts, redete das Eichhörnchen weiter. Ich habe einen dicken Winterspeck, sagte der kleine Bär. Trotzdem bekam der kleine Bär irgendwann Hunger. Aber außer ein paar vertrocknete Beeren und Pilzen fand er nichts zu essen. Der Winter ist gar nicht schön, brummte der kleine Bär. Während die beiden durch den Wald gingen, fielen Schneeflocken vom Himmel. Das gefiel dem kleinen Bären. Er versuchte, sie zu fangen und machte Spuren im Schnee. Das gefällt ihm nicht. Er spielt mit den Schneeflocken. Dann schlug der kleine Bär Purzelbäume, machte einen Schneeball und warf damit nach dem Eichhörnchen. Treffer! Rief er und tanzte vergnügt durch den Schnee. Der Winter ist doch schön.
Das Eichhörnchen lief zu dem kleinen Bären und flüsterte ihm ins Ohr. Wenn du willst, zeige ich dir das Allerschönste im Winter. Was ist das? Fragte der kleine Bär. Komm mit, antwortete das Eichhörnchen und tat sehr geheimnisvoll. Was könnte das sein? Der kleine Bär wurde immer neugieriger und folgte dem Eichhörnchen ins Dorf. Wann sind wir endlich beim Allerschönsten? Fragte er unterwegs ein paar Mal, weil er es kaum noch erwarten konnte. Alle Menschen sind in ihren Häusern. Die Katze läuft noch spazieren, da sitzt noch ein Vogel. Könnt ihr sehen, die Lichter brennen. Als sie zum Marktplatz kamen und den großen Baum mit den vielen Kerzen und dem goldenen Stern auf der Spitze erblickten, war der kleine Bär sprachlos. Er konnte gar nicht mehr sprechen. Er konnte lange Zeit keinen Blick von dem Weihnachtsbaum lassen. »Na, ist der Baum schön?« fragte das Eichhörnchen. »Wunderschön!« Das ist aber auch ein toller Weihnachtsbaum. Mit Kerzen, mit Sternchen. Und so schön geschmückt. Und oben ist eine Sternschnuppe. Sieht so wie eine Sternschnuppe aus. Ist ein Stern mit einem Schweif. Auf dem Weg zurück in den Wald flüsterte das Eichhörnchen. Jetzt hast du das Allerschönste gesehen, was es im Winter gibt. Danke, sagte der kleine Bär. Vor der Höhle verabschiedeten sich die beiden. Der kleine Bär schlich auf leisen Pfoten hinein, kuschelte sich an seine Mutter und schlief zufrieden ein. Jetzt weiß der Bär, wie der Winter ist. Und da schläft er. Und er hat noch immer den kleinen Stern dabei. Gute Nacht oder schlaf schön, kleiner Bär. Also Kinder, das war's für heute. Ich wünsche euch noch alles Gute. Wir sehen uns morgen und tschüss.